eine ganz neue Erfahrung. Wir sind ja schon häufiger beim Pflegetag gewesen und genießen durchaus das Bad in der Menge. Aber es ist unter den Bedingungen, die jetzt möglich sind, ist es eine gute Alternative. Ich würde sagen, das ist ein Beruf, der ja sehr sinnhaft ist, also andere Menschen zu unterstützen in ihrer selbstbestimmten Lebensweise und in den Lebensaktivitäten, die sie für sie persönlich wichtig sind in einer solchen Form. Also mich begeistert ist oder ich Menschen dazu zu befähigen, beziehungsweise ich bin ja in der Lehrerbildung tätig und da ist es mir ein Anliegen, dass die LehrerInnen auch in der Lage sind, das, was sie zu unterrichten, auch wissenschaftlich zu begründen und auch immer wieder kritisch in Frage zu stellen. Es ist ein verantwortungsvoller Beruf, der den Menschen vieles abverlangt, aber auch vieles gibt. Er hat es immer zu tun mit den Unwägbarkeiten auch der menschlichen Existenz, auch mit dem, was sich nicht planen, vorherberechnen lässt. Und das macht ihn, glaube ich, auch so spannend und verantwortungsvoll. Ich würde den Pflegenden selbst ein Mehr an Selbstbewusstsein und an eigener Überzeugungskraft wünschen und eine Begeisterung für den Beruf, die durchaus auch überkommen darf.